Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Wir Getränke stehen rechts. Getränke rechts, aber auch schon geradeaus. Auch schon geradeaus. Ja, ich kaufe mir naturtrüben Apfelsaft und Multivitamin. Ich kaufe mir noch ein Päckchen Karottensaft für 49 Cent. Okay, gut. 500 Milliliter. Wir gehen den Gang, wir schlendern gemeinsam diesen Gang nach unten. Es kommen Brote. Auf der linken Seite. Links. Links sind Brote. Auf jeden Fall irgendein Fladenbrot, aber auch was Vollkorn. Vollkorn und Sonnenblumenbrot. Da hole ich mir später noch sowas Butter und Honig dazu. Aber die kommen aber später. Dann kommen rechts. Willst du auch was von den Alkoholikern rechts? Also ich glaube, ich gönne mir eine gute Flasche, eine gute in Anführungszeichen. Eine richtig gute für 3,49 oder so. Flasche Rotwein. Ich hätte gern Berliner Weiße mit Waldmeister, aber die gibt's aber da die nicht. Gibt's da. Die hole ich mir später an der Tanke. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir nehmen unseren Einkaufswagen und stellen dann einfach nochmal alles ab. Vielleicht nochmal, wir haben ja frontal die ganzen Joghurt. Da müssen wir auf jeden Fall Erdbeerjoghurt. Spät nachmittags nach einem 25 Kilometer Marsch erwachen wir aus unseren Tagträumen. Es gibt mal wieder Streit um die Wahl des Lagerplatzes. Die Weide da vorne! Das gibt's! Der Grund sind die Tiere. Für die Mongolen sind sie das Wichtigste. Wo sie gutes Gras finden, wird gerastet. Auch wenn das in der noch glutheißen Sonne ist. Also hier. Hier. Genau hier. Ja. Und wir können nicht in das Krankgebiet gehen an die Bäume. Ja. Nur an den Arm. Dann gehen wir jetzt hierher und. Hier, Jochen, tut es nicht. Es ist nicht ganz, ganz kühl hier draußen. Sarah, Jochen, tut es nicht. Dann gehst du gleich und ins Wasser und kühlt es erstmal ab. Und nachher wird es schon am späten Nachmittag alleine. Also aufs Krankgebiet, ich bin 100 Meter darüber. Die reißen es jetzt auch nicht raus, oder? Und wir haben ein paar Bäume. Das gewichtige Argument unserer Mongolen bleibt gutes Gras. Das ist Sturheit und Stolz. Wir haben noch nie irgendeine Entscheidung mitgetragen. Noch nie. Und wir haben Wasser, Schatten, Holz da. Und jetzt setzen wir uns hier zwei Tage deswegen, in die Sonne, oder? Ja, deswegen sage ich. Kirsten, unsere Reisekauffrau, setzt sich durch. Butler, 50 Meter, only these trees, only some trees. 50 Meter this direction. Ja. 50 Meter, wir kommen nach hier. Yippie! 50 Meter ist ein Kompromiss. Das hatten wir schon mal, das Problem mit Taiwan, weißt du noch? Ja. Diese Rastplatzdiskussion und wir hatten halt irgendwie gedacht, dass wir irgendwann mal auch ein Stimmungsrecht, also ein Stimmrecht erhalten, wenn es auch offensichtlich ist. Aber das muss doch auch den anderen Mongolen klar sein. Also gerade die Punkte, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Also das verstehe ich dann nicht, dass sie dann einfach sagen, wir setzen uns da mitten hier auf die Pläne, auf die Steine. Auf die offenen Steine und lassen uns hier 3 Tage die Sonne aufs Hirn scheinen. Das ist wesentlich besser auf jeden Fall als da vorne, kann ich wenigstens an einen Baum legen. Ich meine, okay ist relativ, weil ich verstehe nicht, warum wir nicht diese 100, was sind es denn noch, weiß ich, 100, 150 Meter ans Wasser gehen können, weil das für uns viel, viel einfacher wäre. Aber ich will es jetzt nicht übertreiben, weil es ist das erste Mal, dass wir wenigstens ein bisschen vorangekommen sind. Und ich glaube, die sind auch gerade ein bisschen stinkig, die Mongolen. Tul, unsere Dolmetscherin, die in Frankfurt studiert, kennt beide Welten und versucht zu schlichten. Doch Erdne, Deme, Munku und Gamba sind der Meinung, dass immer nur die Deutschen alles entscheiden würden. Ich habe keine Lust, dass die Jungs jetzt hier sitzen mit solchen Gesichtern, weil das geht nicht. Ja, klar. Mhm. Weil da habe ich auch keinen Bock, keine Laune drauf, echt nicht. Gut, und das dann zu müßig. Und dann, ich weiß, Dana, aber auch und nicht dann Dana sagt auch, dann lass uns, bevor wir, wenn ihr denkt, die Diskussion war nicht ausreichend oder die Argumente nicht ausreichend, dann lass uns, bevor wir rasten, immer viel genauer und viel offener drüber sprechen. Ja. Diese schlabberige Scheiße stundenlang in der Sonne zu diskutieren. Ja. Das genau, ich glaube, das ist auch knappe Sätze, knappe Fragen, nur wir können das ändern. Das haben wir ja auch schon öfter gesagt, ja, dass wir einfach ein Ja, kürzere Fragen mit kürzeren Antworten und dazu bekommen. Dazu müssen die beitragen. Ja, so wie wir. Das ist aber auch ein harter Job für Tul. Streit im Norden. Außergewöhnliche Harmonie im Süden. Arndt und Norman gehen angeln. Ich nehme mal hier mein Gedöns mit. Die Hausringe habe ich in der Tasche. Pass auf, pack die mal rein bei dir, weil die sind immer gut. Wichtig. Ja, ist wichtig.
Da gehe ich mal rüber zum jungen Mann. Nehme ich den Deal mit zum Draufsitzen? Eigentlich nicht, ne? Der junge Mann, so stellt sich heraus, lebt mit seiner Familie ganz in der Nähe. Oder Tombisch. Arndt fragt, ob seine selbst gesammelte Heuschrecke als Köder groß genug ist. Der Anglerfreund schaut sie sich genau an und ist zufrieden. Er angelt hier am Ochonfluss nur an den besten Fischgründen, erzählt er uns, und gibt uns einen Tipp. Nur einen Kilometer von hier? Na dann los. Heute muss es klappen. Dass Arndt unsere Angel zum ersten Mal während unserer Reise benutzt, hat seinen guten Grund. Unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Ja, ist ja in der Strömung. Ja, die schon drin. Die Rollsteig hat er schon dran. Ja. Was ist das? Ich überlege gerade, ob ich bei mir auch noch einen Faden dran mache. Während Arndt noch überlegt, hat unser Nachbar auf Zeit bereits die erste Regenbogenforelle an der Angel. 20 Sekunden, zweimal durchgezogen. Ja. Jetzt versuchen wir es auch. Gisa, 4 Stück. Wir brauchen 13 Stück für jeden einen. Ja, der Haken ist nur, wir haben erst einen, er hat 3. Jetzt weiß ich nicht, nimmt er die für sich oder für uns. Hey, zieh! Ah! Das ist ja das. Norman macht sich sofort ans Ausnehmen der Fische. Hey, nehmt sie gleich aus? Ja. Soll ich euch die Schale mit Wasser da lassen? Ich weiß nicht, ja, wenn du das da lässt, das wäre natürlich super. Das ist genau das, was wir brauchen. Eben, denke ich doch. Wir haben jetzt hier schon Schattenplätzchen gebaut, ja. Wenn wir die da reinlegen können, wäre natürlich ideal. Ja, sonst könntet ihr die auch ganz lassen in Wasser und dann nehmen wir sie da hinten aus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Doch, das ist besser so. Gisa, können uns die Schale mit Wasser da lassen. Es ist besser, jetzt die Fische dann ganz nicht auszunehmen und da reinzulegen. Ja, dann müssten sie aber noch leben. Leben die denn nicht mehr? Was sind das, Forellen? Ein Grund, ein paar Forellen. Schön. Forelle bleu. Was gibt's denn heute? Eine Stunde später fängt auch unser Banker Norman den ersten Fisch seines Lebens. Ja, hoch, halt hoch, halt hoch. Hoch. Hey, mein Erster. Nektar, Norman, Nektar, Nektar, Tars. Na geil. Er ist zwar klein, aber immerhin. Von Anfang ist das eine coole Nummer. Oder ist er zu klein? Den nehme ich auch. Egal. Geil. Er hat auch voll zugebissen, wie bei dir. Alle drei richtig drinnen. Arndt, Baby. Da ist er. Er ist klein, aber es ist der Erste. Am Abend haben wir 23 Regenbogenforellen gefangen. Wow. Ja, der. Halleluja, das ist so toll. Horengoro. 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 Das ist ein bisschen Abwechslung in unserer Küche. Vier Stück habe ich. Vier Stück habe ich. Unser Kamelführer Badra teilt unsere Freude. Also ich glaube, so abhängig waren wir noch nie von Männern. Dass die uns mit Essen versorgen. Dass sie uns unser täglich Brot sozusagen liefern müssen. Sind wir wirklich so eng mit Lebensmitteln? Ja, sind wir. Wir haben kein Fleisch mehr. Wir haben, glaube ich, noch 5 Kilo Mehl. Und vielleicht noch 5 Kilo Reis und etwas Tomatenmark und das war's. Also die nächsten Tage stehen definitiv steht eine Fischdiät an. Fisch auf dem Speiseplan. Paniert in unserem allerletzten Öl. Wilde Forelle aus dem glasklaren Wasser des Ochon. Wir fühlen uns wie im Paradies und so guten Fisch haben wir noch nie gegessen. Willkommene Abwechslung im Norden. Eine Nomadenfamilie hat uns eingeladen. Eine wohlhabende Familie, wie uns unsere mongolischen Freunde aufklären. An den vielen Pferden, die sie besitzen, weit mehr als 200, könnt ihr es erkennen. Die ganze Familie ist seit dem Morgengrauen auf den Beinen, denn 6 bis 8 Mal pro Tag werden die Stuten gemolken.
Christian beobachtet, wie sich die Mongolen dafür eines Tricks bedienen. Mit Hilfe der Fohlen lösen sie bei den Stuten immer wieder den Milchreflex aus. Wo ich das gesehen habe, haben die das Fohlen genommen, haben das zur Stute gebracht und dann konnte es an der Stute säugen. Aber nur ganz kurz, dann wurde es wieder nach vorne gebracht, also zurückgezogen ein bisschen. Und dann hat die Frau damals, die ich gesehen habe, die hat gemolken. Also quasi auf diese Anregung vom Fohlen hin dann. Anregung und auch damit die Stute ruhig bleibt. Ich glaube nicht, dass sie so schnell. Du bist voll missbraucht, du armes Pferd. Du hast dann gar nichts vor. Nee. Aber kommt ja wieder dazu. Ne? Kommt ja wieder dazu. In der Schule. Da. Christian, von Beruf Ergotherapeut, besitzt zu Hause eine kleine Schafherde und kennt sich gut aus. Stutenmilch hat er allerdings noch nicht gemolken. Ich könnte einfach von der Milch auch was trinken. Von der selbstgemolkenen. Willst du die